Hey, schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Folge. Ja, beim letzten Mal waren wir ja mit den Feldern dran und den ganzen. Ups, ein bisschen schnell gedreht. Upala, Schluck auf, ein bisschen schnell gedreht. Ja, genau, wir waren wegen den Obstgärten dran. Ich wollte ja. Was ist mit dir los? Das sieht nicht gesund aus. Die Kuh macht Yoga. Ah, okay. Hast du die Position gelöst, ja? Welche kommt jetzt? Okay, jetzt will er nicht mehr. Ist ihn jetzt unangenehm, wenn wir zugucken. Okay, dann gehen wir halt. Ja, und zwar, wir wollten hier, oh, nee, hat sich jetzt umentschieden, er macht nichts mehr. Wir wollten hier noch eine Scheune reinbauen, aber ihr habt gesagt, ihr wollt, dass ich die Felder nicht wegmache. Aber wir brauchen noch eine zweite Scheune. Und dann habe ich mir jetzt überlegt. Das, gut, hier hinten, das ist natürlich auch noch irgendwie unfertig, aber hier die Scheune hinzumachen sieht doof aus, finde ich. Das passt irgendwie nicht. Und ja, noch mehr Felder. Wir haben eh mehr als genug Felder. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Da werden wir uns alle einig sein, dass wir mehr als genug haben. Habe ich überlegt, die Scheune hier auf die Ecke zu setzen. Ich meine, die laufen ja eh immer hier 3 Kilometer außen rum, dann kommen die auch schneller hier zur Arbeit, was die Stelle angeht. Und dann kann man. Ich mal gerade überlegen. Ja, stimmt, das waren immer Feldarbeiter, die zu den Bäumen müssen. Und wenn dann hier dementsprechend die Jahreszeit ist, kann man ja noch ein, zwei von den Feldarbeitern hier rüber schicken in die andere Scheune. Oder wir lassen sie permanent. Ach, wir lassen sie später permanent da, weil wir werden ja genug Leute später haben. Und man kann halt da noch ein paar Leute zum Mehl schlagen oder zum Mahlen, so um nicht Mehl schlagen, zum Stroh schlagen hätte man sagen sollen. Zum Mehl herstellen und so hier einteilen können. Ich würde sagen, das wird sich definitiv lohnen. Aber dafür müssen wir. Oh Gott, die Zäune. Dürfen wir die Zäune wieder neu machen? Müssen wir erstmal die Zäune wegmachen. Ne? Gibt's auch. So, die zwei weg. Ah, gut, das ist nur das kleine Stück. Ich hatte jetzt bis da hinten im Kopf gehabt. Das geht ja noch, aber bis da hinten ist auch noch ein langes Stück. So, was braucht man denn überhaupt für die Scheune? 10 Rundholz, okay. Ah ja, ich hätte auch direkt Escape drücken können. Dann gehen wir die mal holen. Wir wechseln mal eben in den Baumodus, bevor wir noch aus Versehen was anderes abreißen. Und wenn wir das dann hinter uns haben, das Thema, dann ist endlich hier die Vollendung des Marktplatzes dran. Da freue ich mich auch schon drauf. So, ich hoffe, wir haben jetzt noch genug Rundhölzer einstecken. Rundhölzer. Da sind sie. 10, ah, Moment, wir brauchen ja eh mehr. Warte mal, 10 Stück. Viel Platz haben wir nicht mehr. Warum sind wir denn so schwer? Guck mal, wir können ja die Spitzhacke noch wegtun. Die brauchen wir zurzeit nicht. Die Schurschere kann weg. Schaufel, ja, lassen wir mal drin, wenn wir da jetzt noch einen Baum was wegmachen müssen. Ach, guck mal, wir haben noch. Komm, wir tun. Ah ja, die ganzen. Ah, stimmt, ich wollte Stroh noch hergestellt haben. Habe ich ja komplett vergessen. Aber wobei, nee, stimmt gar nicht. Nicht Stroh. Tierfutter. Tierfutter hatte ich gemacht. Oh, jetzt habe ich falsch verkehrte Taste gedrückt gehabt. Tierfutter hatte ich gemacht, tatsächlich. Wieso habe ich denn 118 Stücke einstecken? Weil die Anzeige ist ja auch oben weg, wie ihr sehen könnt. Da war ich noch fleißig gewesen. Pflaumenwein. Gehört der jetzt hier rein? Na komm, wir lassen mal. Wir haben ja wieder ein bisschen an Platz gewonnen. Dann können wir noch ein paar Rundhölzer mitnehmen. Dum, 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 dum. Wo sind sie? Hä? Nehmen wir nochmal. Ich glaube, 30 Kilo kriegen wir mit. Ja, passt. Okay. Dann auf, würde ich sagen. Gucken wir mal, dass wir heute hier die zweite Scheune bauen. Und dann eventuell noch sogar noch mit dem Marktplatz anfangen. Das wäre doch ein Träumchen. Aber wie gesagt, ich würde die dann hier gern so auf die Ecke setzen. Ja, ich glaube, das sieht so richtig gut aus. Dann hat man quasi auch den Bienenstock hier. Ja, das wird gut aussehen. Da bin ich jetzt schon von überzeugt. Stufe 3. Na, der Baum, der wird im Weg sein, so wie es aussieht. Da ist schon das Obstfeld. Da kommt dann gleich der Weg. Ja, der Baum da wird im Weg sein. Machen wir den mal eben weg. Ne, keine Axt.
Doch, auch nur nicht ausgewählt, okay. Ich wollte schon sagen, als ob wir ohne Axt unterwegs wären. Wo gibt's denn sowas? So, dann fall du mal um hier. Kleine Birke. Nee, komm, du sollst, genau, da drauf hauen. Zap, zap. Dann müssen wir den Stumpf noch wegmachen. Und dann probieren wir mal unser Glück. Verkehrt, so. Na? Komm, werd grün, bitte. Hallo. Ah, da. Da geht's. Möchte natürlich so nah wie möglich hier ran. Aber das macht er nicht so mit. Oder stehen wir nicht schräg genug? Doch. Sind wir weit vom Weg weg, ne? Hm. Ja, komm, wir stellen es mal hier hin. Nee, obwohl, das geht. Das geht, das sieht doch gut aus. Dann können wir hier noch ein Stückchen Weg dran machen. Ich würde sagen, das machen wir mal direkt. Straße. Da ist so in etwa die Mitte. Na, komm. Ja, ich dachte, wir hätten. War doch gerade eben schon grün gewesen. Da. Jetzt haben wir aber. Ziehen wir dann. Ja. Ich würde sagen, so. Ja doch, das sieht doch ganz gut aus. Wenn man dann hier lang geht, die Allee entlang, den Seitengang hier nimmt und dann noch eine Scheune. Ja, das sieht gut aus. Das sieht jetzt schon gut aus, Leute. Dann müssen wir nachher nur noch den Zaun setzen. So, wie viel Rundholz braucht man? Steine, stimmt. Steine. Ich hoffe, wir haben noch genug Steine auf Lager. Müsste aber eigentlich. Bretter könnte ein bisschen knapp werden. So. Rundhölzer sind alle drin, bei den Wänden zumindest. Da noch. Da fehlt natürlich ein Rundholz, glaube ich. War ja klar. Dann gehen wir mal gucken, was wir an Bretter haben. Bretter, Bretter, Bretter. Naja, dafür brauchen wir ja auch die Rundhölzer, ne? So viele waren es ja jetzt, glaube ich, nicht mehr auf Lager. Und die Deko bleibt natürlich stehen, auch wenn die natürlich alle ein wenig umgekippt sind. Aber es sieht ja trotzdem gut aus, ne, wenn man so guckt. Man sieht es ja nur von der Seite. Die lasse ich stehen. Die Deko bleibt, damit das schon mal klar ist. So. 13 Bretter, die nehmen wir natürlich mit. Brennholz haben wir auf jeden Fall genug auf Lager. Brennholz scheint ziemlich krass anzulaufen. Das können wir wieder runterschrauben, würde ich sagen. Und die 19 Rundhölzer nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber ich würde sagen, Brennholz ist wirklich in Überproduktion. So, Gebäude, Gewinnung, genau, Holzschuppen. Brennholz, Brennholz, das schrauben wir mal auf 35. Ah, wenn nicht sogar 30% runter, würde ich sagen. Das sollte doch reichen. Dann bleibt auch ein bisschen mehr Rundholz übrig. Wobei, da wird dann wahrscheinlich auch demnächst zu viel sein. Ja, müssen wir mal gucken. Muss ich halt alles wieder einpendeln. Vor allem, wenn wir noch überall jetzt volles Personal dann in 2-3 Jahren drin stecken haben. Wenn die dann alle langsam erwachsen werden, die Kids. Dann können wir... Ach, jetzt haben wir keine Steine mit. Nämlich. Wir wollten noch Bretter hergestellt haben. Nur ein Brett bleibt dann übrig. Rundholzer wollten wir noch geguckt haben. Da muss... Nee. Das war ein Brett gewesen. Hier muss Rundholz rein. Da. Und jetzt haben wir sie. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell Bretter herstellen. Mit den letzten Rundhölzern. Ich hoffe, die werden dann reichen. Ansonsten müssen wir hoffen, dass die Produktion ausreicht, die wir gerade am Laufen haben. Obwohl, da liegen auch noch Rundhölzer. Könnte man sich nochmal bedienen. Ah, guck hier. Habe ich letztens gesagt, ne? Die Bretter sind natürlich wieder kreuz und quer umgefallen. Die kippen jedes Mal um hier an der Stelle.
Die kriege ich echt nicht zum Stehen bleiben. Gut, ich meine, die an der Scheune sind auch... Scheune. Ressourcenlager sind ja auch umgefallen. Aber das sieht wenigstens noch einigermaßen gut aus. Ich weiß auch nicht, wieso die immer umrutschen, ne? Immer die untersten Bretter, die bleiben quasi an ihrem Platz. Und der obere Teil, der kippt quasi. Obwohl man sie ja sauber aufgebaut hat. Habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Aber naja. Ich bin ja schon mal froh, dass es am Ressourcenlager einigermaßen vernünftig aussieht. So, dann hoffe ich auch, dass wir jetzt gleich... Ach, wir werden noch die Stöcke direkt einstecken können, ne? Müssen wir mal eben vom Gewicht jetzt gucken, wenn der hier fertig gebastelt hat mit den Brettern. Dann können wir auch direkt ein bisschen Zaun machen. Den dürfen wir ja nicht vergessen. Soll ja wieder ordentlich aussehen. So, was sagt das Gewicht? Ha, guck mal, ist noch Platz. 12 Kilo können wir noch... 22 Kilogramm, so rum, können wir noch einstecken. Gehen wir also noch ein paar Stöckchen mitnehmen. So, Stöcke, Stöcke, Stöcke. Wo seid ihr denn? Oh, schon wieder 3 Rundholz drin. So, 127, das sollte ja wohl. Ja, wer weiß. Zaun hat er doch immer gefressen, aber es könnte reichen. Ganz so mega viel haben wir ja diesmal nicht zu tun. Und ich sehe, das Tierfutter ist gerade wieder angegangen. Dabei habe ich doch so viel Tierfutter hergestellt. Mann. Ja gut, werde ich... Ach, jetzt habe ich immer noch keine Steine eingepackt. Werde ich wohl nochmal neues Tierfutter herstellen müssen. So. Ja genau, das ist eine Seite. Dann hier noch. Ah, es wird wohl reichen an Bretter, ja. Sehr schön. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir auch noch Steine holen. Da war ja was. Habe ich gerade schon wieder vergessen gehabt. Anstatt die Stöcke hätten wir erstmal Steine einpacken sollen. Ah ja, nicht so schlimm. Tu mal die Bretter jetzt weg, dann sollten wir genug Platz haben. So, Bretter wieder rüber. Die Feder kann rüber. Und Stein haben wir gesagt. So, jetzt war ich gerade schon wieder am Überlegen. Ich hoffe überhaupt, dass wir Stein auf Lager haben. Ja, ach, 900. Mehr als genug. So viele werden wir wohl nicht brauchen. Oh, so viel können wir auch gar nicht tragen. Oh, 50, ja. Das passt, dann können wir uns noch einigermaßen bewegen. Und dann, ja, 50. Meint er 50 reichen? Könnte sein, dass wir nochmal kurz laufen gehen müssen. Bin mir da nicht so ganz sicher. So. Na guck mal, wir nutzen hier direkt die Möglichkeit zurückzulaufen. So, die Damen. Müssen wir noch einen Zaun machen, damit die dann wirklich auch schön vernünftig hier durchlaufen. Aber die Damen, die scheinen das schon einigermaßen verstanden zu haben, dass sie hier durchlaufen sollen. Aber der Rest auch. Schnell hier die Wand zumachen. Da kommt er jetzt nicht mehr durch. Aber die laufen wahrscheinlich so, wie es aussah jetzt hier. Ja, da hat man es gerade gesehen, noch an der Seite vorbei. Ja, ja, ihr sollt hier durchlaufen, Leute. Mann, Mann, Mann. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Steinchen kurz holen müssen. Aber nicht mehr so viele. 6 und 8, okay. Macht 14 Steine, das machen wir noch eben. Und dann haben wir die Scheune auch schon fertig gebaut. Und es werde Licht im Dörfchen. Oh, dann können wir am Marktplatz... Ah ne, wir haben ja außenrum Fackeln, sag ich. Laternen stehen. Ich habe jetzt gerade überlegt, nur hier Laternen dann hinzustellen, aber... Das macht ja wenig Sinn. So. Eben noch die Steinchen mitnehmen. Ach, guck mal, die Eimer sind da drin. Dann können wir auch den... Ah ne, ist der Eimer mit Wasser, stimmt. Den hatte uns ja unsere Holde gegeben. Den lassen wir doch noch... Aber wir haben eh Durst, ne? Ich wollte gerade noch gesagt haben, wir müssen auch gleich was trinken. So. Ja, wir haben Durst. Dann trinken wir auch was. Passt das wieder? Ist er jetzt leer oder ist er... Ne, wir haben noch. Wir haben noch, okay. Dann lassen wir den auch mal noch. Den tun wir dann erst weg, wenn er wirklich leer ist. So, also ich habe doch keine Fackel einstecken. Jetzt wird es gerade langsam dunkel. Wir müssen ja noch den Zaun hier machen.
So, Scheune fertig. Sehr schön. Und dann müssen wir jetzt noch Zaun setzen. Ich würde sagen, wir machen Zaun von der Ecke bis zu der Kante. Jetzt muss man nur noch mal gucken, wo das vernünftig aussah vom Ansetzen her. Na, mal gucken. Ja, doch. Das scheint aber von hier aus zu gehen. Wir machen nur mal ein Probesetzen eben. Ah, nee, das ist aber schon weit weg. Den Zaun bitte. Dann setzen wir das, glaube ich, lieber von der Seite. Nee, das war der verkehrte. Hier, Zaun. Schön an die Kante da dran. Nee, das gefällt mir aber nicht. Das gefällt mir nicht. Muss ein bisschen weiter rüber. Das sieht schon besser aus. Den ziehen wir ein bisschen hier ran. Ja, guck mal, das ist auch enger wie gerade. Das passt besser so. Ja, und so sieht das auch vernünftig aus. Okay. So, Stöcke haben wir ja eingesteckt. 5 Stück. Kommst du denn jetzt her? Du hast mich gerade schon ein bisschen erschrocken, ne? Ich dachte gerade, da würde uns jetzt irgendwas angreifen. Was ja hier noch nie passiert ist. So. Dann müssen wir halt noch den anderen Zaun kurz machen. Obwohl, warte. Den anderen markieren wir nur. Und den mache ich dann im Offscreen. Ich würde sagen, das reicht, wenn wir hier das kurze Stück eben zusammen machen. Oh, ich sehe auch gerade Tiere, steigt weiter nach oben. Ja, es wird Zeit, dass die Bürschis, die Jungs und Mädels hier im Dörfchen erwachsen werden, dass sie endlich mal arbeiten können. Dann haben wir auch wirklich alles voll an Gebäuden, was Arbeiter angeht. Das ist natürlich sehr cool. So, haben wir das Stück Zaun gemacht. Aber übrigens nochmal gucken, ne, von hier. Ja, doch. Das gefällt mir wirklich gut, muss ich schon sagen. Aber was hier natürlich, das haben wir noch gar nicht gemacht. Wir haben zwar mit Licht gearbeitet, aber hier muss... Ach, und da hinten auch noch nicht, ne? Müssen noch Laternen da hin. Das ist auch noch ein Projekt, was dann ansteht. Aber das kommt dann ein bisschen später. So, jetzt setzen wir noch von da hinten den Zaun eben. Und ziehen ihn schon mal runter. Ah, hier war das Ende. Mal gucken. Ja, das ist schön eng zusammen. Das passt so. Ziehen wir dann bis hier vorne an die Kante. Na, wieso meckerst du jetzt? Hier war doch vorher auch Zaun. Hallo. Willst du mich jetzt verarschen? Hier war doch vorher auch ein Zaun. Wieso meckert er denn jetzt? Irgendwas scheint hier im Argen zu sein. Hä? Hä, ich verstehe es gerade nicht. Ist das der Baum da hinten, der im Weg? Aber kann doch nicht. Obwohl, warte mal, der Zaun ging vorher mehr am Weg hier entlang, ne? Aber der meckert trotzdem, wenn wir den hier weiterziehen wollen. Machen wir mal eben so. Und noch ein Einzelstück hier. Oh, darf ich gar nicht bauen. Wo ist das denn? Doch, hier hat er doch gerade ja gesagt. Da. Oh, das ist aber jetzt Feinarbeit hier. Ob das was aussieht mit dem einen Stück hier? Ah doch, das kann man so lassen. Das sieht ganz gut aus. Aber trotzdem mal... Na, zu weit weg. Ja, das geht. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Okay, Zaun, wie gesagt, mache ich dann im Offscreen fertig. Ich muss auch noch ein bisschen Tierfutter dann machen. Den anderen Zaun brauchen wir jetzt hier nicht auch noch zusammen machen.
So, dann haben wir die Scheune geschafft. Und dann haben wir ja gesagt, genau, Marktplatz. Was sagt denn die Uhr? Ah, ist noch ein bisschen Zeit. Dann machen wir mal hier am Marktplatz weiter. So, da müssen wir ja die Wege hier ein bisschen wegmachen. Oh, ich hoffe, wir haben jetzt auch genug Rundholz. 5 Stück, ne? War das, oder? Ich glaube, 5 Stück pro Marktplatz. Naja, wir haben nur 4. Das ist aber doof. Ja, komm, die 4 nehmen wir schon mal. Hätten wir mal eben nicht so viele Bretter hergestellt. Ja, sonst muss ich mir da hinten noch welche wegnehmen dann. So, aber wir müssen ja hier den Weg verkürzen, war es, ne? Das Innenstück müssen wir hier, glaube ich, wegnehmen. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal Speicher, war das ja. Achso, jetzt fehlt ein Rundholz. Ach ja. Wir nehmen uns hier. Oh, das war auch recht mühselig. Hier, egal, komm. Wir nehmen das eine Rundholz mal raus. Zap. Nee. Oh, jetzt hat er es wieder weggemacht. Ich will ja sehen, was dann im Weg ist. So, Gebäude, Speicher, Marktplatz. Wenn wir den da setzen wollen. Das ist wahrscheinlich auch nicht mal hier vorne der Weg, sondern eher die Seitenwege, so wie es aussieht. Dann machen wir erstmal das weg. Schauen wir mal nochmal. Moment. So rum. Ja. Ne, das Stück ist auch im Weg. Okay. Dann. Verkehrte Taste. So. Das da weg. So, jetzt wird es aber wohl hoffentlich klappen. Ja, jetzt macht er auch grün. Nein. Ja. Ist in Ordnung. Da werden wir noch einen Weg hier dran vorbei machen können, würde ich sagen. Müssen wir mal eben. Nee, nicht hier. Da, Straße. Machen wir das doch direkt, würde ich sagen. Aber Moment, warte, warte, warte. Zerstören, sonst sehen wir ja die Mitte nicht. Nee, so. Straße, wir wollen es ja wieder ordentlich machen. Na, ein bisschen noch, komm. So. Da geht's los. Kann man dann bis da dran ziehen. Hier das gleiche Spielchen. Na komm. So, jetzt. Zap. Machen wir mal eben weg. Ja, das sieht doch wieder ordentlich aus. Sehr schön. Haben wir das schon wieder gefixt hier, das Problem. Bretter, ne? Bretter und Leingewebe. Oh, Leingewebe hatten wir jetzt, glaube ich, nicht mehr genug, ne? Oder, ah, ne, das haben wir auch, glaube ich, herstellen lassen. Haben wir eingestellt. Gucken wir mal. Ja, guck mal, 8. Genau 8. Als ob das gewusst hätten. Und dann die 4 Bretter. Bretter, Bretter, Bretter. 2, 3, 4. Dann können wir den Stand auch schon mal fertig machen. So, wieder einer fertig. Aber was mir echt fehlt, ist jetzt so ein bisschen Deko, ne? Dass man hier so Kisten was hinstellen kann. Das würde mir noch gefallen. Guck mal, dann hätte man so einen kleinen Schleichgang hier. Hier könnte man noch Warenkisten hinmachen. Hier kommt ja jetzt noch der andere Marktstand von der Seite. Aber den Bottich hier, den können wir eigentlich jetzt wegmachen. Ne? Der macht da ja keinen Sinn mehr. So, ah, jetzt fehlen Rundhölzer, ne? 5 Rundhölzer. Komm, ich nehme jetzt hier hinten mal Rundhölzer weg. Ah, wisst ihr was? Komm. Ich nehme aus dem Ressourcenlager. Da habe ich jetzt eh schon eins weggenommen. Dann müssen wir das halt hier neu auffüllen. 2, 3, 4, 5.
nochmal 4 Bretter. Und Leingewebe müssen wir dann halt nochmal... Moment, wo gehe ich denn hin? Da. Leingewebe nochmal separat machen. So. Zerstörungsmodus. Bauen. Ja, Speicher war's. So. Ja, ihr merkt, ne? Ich bin immer noch nicht ganz wieder drin. Muss mich noch ein bisschen mehr reinfuchsen. Ja. Mal gespannt, ob das von der Seite hier auch so gut klappt. So, wir haben 2 immer davon weggemacht gerade. 2, das Ding haben wir weggemacht. So. Dann sollte es jetzt hoffentlich von der Seite auch funktionieren. Ja, tut es. Sehr schön. Dran da. Im Moment, Zerstörungsmodus lassen. Erst wieder die Straße machen. Dass alles wieder seine Ordnung hier hat und seine Richtigkeit. Zap. Dann machen wir das von hier auch noch eben schnell. Na komm, so. Oh, da meckert er jetzt. Ah ne, ich muss ja auch an den Weg. Ja, ich war verkehrt. So. Ja, sieht doch wieder alles ordentlich aus. Kann man hier so einen schönen Schleichgang. Ja, das gefällt mir. Sehr schön. Und jetzt hier noch so Kistenständen, dass man da gar nicht mehr durchgucken kann. Oder ein Karren irgendwas. Ich hoffe, die Sachen kommen ja wirklich noch. Das wäre echt zu schön. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, das haben wir. Ja, Leingewebe fehlt. Dann würde ich sagen, machen wir noch eben 8 Leingewebe. Die Bretter können wir ja wieder rüberschmeißen. Leinfein haben wir ja genug auf Lager. Mehr als genug auf Lager. Ne? Bleiben wir hier an dem kleinen Pfahl hängen. Gibt's das denn? So. Dann stellen wir die auch noch schnell her. Dann können wir den letzten Marktstand fertigstellen. Und dann würde ich sagen, mach mal... Ah ne, haben wir ja gar nicht. Wir haben noch keine freien Mitarbeiter. Okay. Heißt, wenn dann wieder die nächsten Mitarbeiter frei werden, von unseren Dorfbewohnern, sei es aus der Mutterschaft oder dass die Kids erwachsen werden, werden wir hier als erstes den Marktplatz dann fertig machen. Und dann die Einteilung machen, was wir letztes Mal gesagt haben. So, dürfen wir. Danke. Und zwar nämlich hier, dass dann der Marktstand immer dahin steht, was gebraucht wird. Ja, ich glaube, Lebensmittel lassen wir ja, glaube ich, ne? Das wird dann der Schneider hier. Genau, da müssen wir eigentlich nur hier Ressourcenlager draus machen und das wird der Waffenschmied dann hier. Oder der Werkzeugding hier, ich weiß nicht mehr, wie es hieß gerade. Dann passt die Zuteilung schon. Können wir eigentlich mal eben Management, Häuser, Gewinnung nicht, Speicher, hier Marktstand, C, das kann man ja schon mal machen, Kleidungsstücke, oh guck mal, hat er schon, man muss noch nicht mal die einzelnen Ressourcen einstellen, das macht er automatisch, dann die Schneiderei, dann hat man hier direkt den Marktstand davon. Und hier, ah gut, der ist noch nicht fertig gebaut. Ne? Da müssen wir eben noch die Leinengewebe reinhauen, die 8 Stück. Zap. Arbeiten abgeschlossen. Marktstand. C. Ja, habe ich mich jetzt gerade eben vertan. Warte mal. Moment. Nee, war richtig Kleidung hier. Der muss zu Ressourcen dann werden. Dann machen wir den schon mal hier zum Werkzeuge. Obwohl, warte mal, dann ändern wir den zu Ressourcen um. Ist doch kein Problem. Ressourcen. Und dann ist das hier dann das Werkzeuglager. Marktplatz, so rum.
Okay, dann haben wir sie alle richtig eingestellt. Amelia müssen wir dann aber noch... Oh, der sieht aber auch schick aus, die Ressourcen. Kostbare Gold hier einfach rumliegen, ich fasse es nicht. Da müssen wir noch unsere Holde, die war ja... Ah, die müssen wir ja auch komplett neu einstellen dann, ne? Ja, dann lassen wir es erstmal. Okay, ich würde sagen, das machen wir dann auch beim nächsten Mal, wenn wir dann die Mitarbeiter haben dementsprechend. Dann würde ich sagen, soll es mit dem Part gewesen sein. Ich werde, wie gesagt, noch ein bisschen, ja, Tierfutter herstellen und den Zaun dann fertig machen. Fürs nächste Mal. Und dann werden wir... Was hatte ich denn noch geplant? Irgendwas hatte ich noch geplant gehabt. Ach ja, genau. Auf jeden Fall mal ins Dorf gehen. Uns das Dorf angucken. Ob vielleicht ja sogar einer dieser besagten Händler in Gostovia ist. Ob wir den finden. Und, irgendwas anderes hatte ich noch geplant. Ach ja, genau. Das können wir noch eben gucken. Felder. Ich hab's mir gedacht. Das ist immer noch außer Reichweite von der Scheune. Das ist ja das Feld hier vorne. Dann würde ich das Feld nämlich, das machen wir dann aber am nächsten Part, noch wegmachen. Und sind Karotten eigentlich fertig? Ne. Oh, und dann machen wir hier noch ein Haus irgendwas hin. Und ach ja, wir müssen auch reparieren, das steht dann auch noch an. Dann kommt hier noch ein Haus hin, würde ich sagen. Als nächstes. Oder irgendein Wirtschaftsgebäude noch. Aber da kommt ja nichts Neues. Zumindest aktuell nicht. Nee. Ich würde sagen, wir machen hier wahrscheinlich dann noch ein Wohnhaus hin. Wo wir eigentlich auch genug Leute haben, ne? Ja, das ist blöd mit der Scheune, mit der Reichweite jetzt. Ja, da mache ich mir nochmal ein bisschen Gedanken zu dem Fell vor allem, ja. Zu dem Feld hier. Und dann machen wir aber erstmal die anderen Sachen. Und ja, jetzt habe ich schon wieder bestimmt 2-3 Minuten weitergequatscht. Ich würde sagen, dann soll es das von mir aus gewesen sein. Ich bin raus, euer Nobody. Ciao, ciao.